Oh, was ist das denn? Mein Gott. Guten Morgen. Guten Tag. Ich bin Frau Schmidt. Hallo, Frau Schmidt. Und ich habe diese Rechnung erhalten. Ja, okay. Und kann mir darauf keinen Reim machen. Ich gucke mir das gerade mal an, Frau Schmidt. Also für mich sieht das jetzt so aus, als wenn Sie den Stromanbieter gewechselt haben. Das handelt sich hier um einen Neuvertrag. War das denn Ihr Wunsch, den Anbieter zu wechseln? Nein, überhaupt nicht. Okay. Hatten Sie denn in letzter Zeit telefonisch oder persönlichen Kontakt zu Energieberater oder anderen Stromanbietern? Letzte Woche ist jemand da gewesen. Da hat geklingelt, der Herr, und hat Sie vorgestellt und was er... Wunderschönen guten Tag, Frau Schmidt. Wie geht es Ihnen? Geht's gut. Ihnen geht es sicher wie vielen anderen auch, die viel zu hohe Energiekosten haben. Wenn Sie so freundlich wären und mir Ihre Stromrechnung zeigen würden, dann könnte ich doch mal gucken, ob ich auch für Sie einen günstigeren Tarif aussuchen könnte, damit auch Sie am Ende nicht so viel zahlen müssen. Das hört sich gut an. Ja. Dann kommen Sie mal rein, junger Mann. Vielen Dank. Dankeschön. So, Frau Schmidt, dann hätte ich gerne einmal Ihre Rechnung. Aber klar, bitte. Dankeschön. Wir haben ja die Vertragskontonummer. Ja. Die übertrage ich einmal, damit alles seine Richtigkeit hat, ja? Ja, klar. So. Da haben wir unseren Grundpreis. Mhm. Unseren Arbeitspreis. Richtig. Und jetzt rechne ich Ihnen aus, was Sie mit dem neuen Tarif sparen würden. Mhm. Ja? Ja. So, da haben wir einmal den Grundpreis, den Arbeitspreis, geteilt durch die Verbrauchsmonate. Und schon würden Sie 100 Euro sparen. Denn das kein Grund ist zu unterschreiben, Frau Schmidt? Das hört sich wirklich gut an. Ja, wunderbar. Nur gleich unterschreiben, ich weiß nicht. Also ich möchte schon gerne noch eine Nacht drüber schlafen. Frau Schmidt, das ist überhaupt kein Problem. Wenn Sie mir nur einfach nur bestätigen, dass ich Sie kompetent und gut beraten habe, würde mir das schon reichen und ich würde mich in ein paar Tagen bei Ihnen melden und dann können Sie mir Ihre Entscheidung quasi mitteilen, ja? Das mache ich gerne. Alles klar. Einmal das hier mit unterschreiben. Ja, Sie waren sehr nett. Das hört man doch gerne. So wie es Frau Schmidt an diesem Tag ergangen ist, so kann es auch jeden anderen Stadtwerke-Kunden ergehen. Vermeintliche Energieberater schreiben sich aus der Rechnung die Zähler- und Vertragskontonummer auf und können sie so allein dadurch bei einem anderen Stromanbieter anmelden. Der Stromlieferungsvertrag selbst wird dann von dem neuen Stromanbieter bei den Stadtwerken Gütersloh gekündigt. Auch mit der Unterschrift, mit der Sie nur die Höflichkeit des Energieberaters bestätigen sollten, schließen Sie unwissentlich einen Stromlieferungsvertrag ab. Also Frau Schmidt, Sie haben Glück. Dadurch, dass das Gespräch erst letzte Woche stattgefunden hat, haben Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das ist bei Haustürgeschäften so. Und es gehört zum Service der Stadtwerke, dass wir Ihnen ein Widerrufsschreiben aufsetzen. Wenn Sie möchten, mache ich das gerne für Sie. Sehr gerne. Okay, dann setze ich das gerade auf. Dankeschön. Eine weitere Vorgehensweise der dubiosen Energieberater und Stromanbieter ist, per Telefon an die erforderlichen Daten der unwissenden Stadtwerke-Kunden heranzukommen. Ich spreche mit Frau Schmidt. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Schmidt. Wie geht es Ihnen? Ich habe erfreuliche Nachrichten für Sie. Wir haben einen neuen und viel günstigeren Stromtarif, den wir Ihnen gerne anbieten würden. Um auch Sie in den Genuss kommen zu lassen, brauche ich nur Ihre Zählernummer und einen Adressabgleich. Dürfte ich vielleicht wissen, mit wem ich spreche? Sie sprechen mit der Energie AG. Ach, wissen Sie, jetzt gerade passt es mir gar nicht. Wäre es möglich, dass ich Ihre Telefonnummer bekomme, damit ich zurückrufen kann? Ja, natürlich, gerne. Geben Sie die Daten auf keinen Fall heraus, sondern handeln Sie wie Frau Schmidt und benachrichtigen Sie umgehend Ihren Stromanbieter. Stadtwerke Gütersloh ist eine Wache. Guten Tag. Hallo, Frau Schmidt. Ja, ich erinnere mich. Frau Schmidt, diesmal haben Sie alles richtig gemacht. Ich würde Ihnen raten, informieren Sie noch die Polizei und die Verbraucherzentrale, damit andere Kunden auch gewarnt werden können. Gut,
werde ich erledigen. Besondere Vorsicht ist vor allem geboten, wenn Sie zwei Personen an der Haustür vorfinden. Denn das Ziel ist nicht immer nur, einen Energievertrag abzuschließen, sondern sich unter einem Vorwand Zutritt zu den anderen Räumlichkeiten in der Wohnung zu verschaffen, um dort gezielt Bargeld oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Wenn Sie sich in der Zukunft sicher sein wollen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, beachten Sie bitte folgende Tipps. Die Stadtwerke Gütersloh macht niemals Haustürgeschäfte. Sie führt keine Telefonwerbung durch. Mitarbeiter können sich als solche immer deutlich ausweisen. Stets den Dienstausweis genau prüfen und vor allem verlangen Mitarbeiter der Stadtwerke Gütersloh keine Rechnungen oder Daten, da ihnen diese Unterlagen bereits bekannt sind. Und so schützen Sie sich vor unangenehmen Überraschungen. Grundsätzlich keine Unterschrift an der Haustür leisten. Vorsicht bei auffallend günstigen Angeboten oder solchen, die nur noch am heutigen Tage gelten. Keine Auskünfte am Telefon erteilen. Vorsicht, wenn Türwerber die Wohnung betreten möchten. Bei einer bedrohlichen Situation sofort die Polizei informieren.